Glas würde ich sagen nicht. Lass ich erstmal Sand oben in der Truhe. Ich weiß nicht, ob wir das für irgendwas brauchen. Ich guck dir das mal an. Wir bewegen uns kaum von der Insel weg. Wir treiben rechts an der, also von links nach rechts an der Insel vorbei. Wir fahren nur langsam dran vorbei. Was willst du denn? Ja, sag ich ja. Mega langsam. Ja. Boah, die Vögel. Hast du erwischt? Und unten liegt lecker Hähnchen. Oh, fuck. Genau in das Loch vom Anker rein, ey. Geht das? Ja. Oh. Dann kommt auch noch der Hai. Da müsste man doch von da auch Wasser holen können, wenn man da reinfällt. Versuche ich jetzt gleich mal. So, Ziegen scheinen auf jeden Fall sehr glücklich zu sein. Wasser holen von hier scheint nicht zu gehen. Aber hier, guck mal, wo bist du? Da kann man einfach... Ja, krass. Voll übel. Und das Schlimme ist, da musst du erstmal unterm Boot rausschwimmen, weil da kommst du ja nirgendwo wieder runter. Ja, klar. Finde ich echt schick. Ich glaube, wir müssen auch mal langsam wieder neu starten. Irgendwie hat das Spiel gerade eine leichte Probleme mit der... Mit bei was? Mir auf jeden Fall. Der reiht nicht genau, wo man irgendwie manchmal drauf ist, wenn man was aufnehmen möchte. Ja, das habe ich auch mit den Netzen, ne? Also hier, wenn was in den Netzen drin ist. Ja. Meinen Sie, sollen wir gleich mal neu starten? Ich wollte eigentlich mal genau anfangen, einfach mal alles herzustellen, was wir noch nicht hatten. Guck mal, waren wir da hinten bei der Insel schon? Bewässert eine Pflanze automatisch, wie fändest du das denn? Oh ja, sehr gut. Scheint dir doch eine Batterie zu fehlen, die haben wir ja. Naja, müssen wir halt nur ab und zu die Batterie nachfüllen. Holzen. Du sollst sie nehmen und nicht wegschmeißen. Leiterplatte. Wie viel hast du da oben? Was? Was meinst du? Alles schon gut. Kannst du hier gleich mal... Du musst aber gucken, was du herstellen kannst. Wenn du als Gärtner hättest das ja mal selber hergärtnern können. Ja, ich dachte, ja, die neuen Entwicklungen und die Forschung ist für dich. So. Ja, dann haben wir hier gleich noch Platz für eine Kiste Essen. Yes. Weil die hier ist auch gleich voll. Das richtig aus? Ich würde sagen, ja. Muss man die jetzt noch irgendwie da hinstellen oder ausrichten? Habe ich ja gerade. Also. Dass die Ausrichtung ist. So, Wasser scheint schon drin zu sein, zumindest ein Teil. Nötigt Wasser. Ah, dann, ich habe meine ganze Flasche da reingeschüttet. Mister, warte mal kurz, noch nicht reinschütten. Nichts machen. Ich hoffe, das ist richtig. Ach, guck mal. Hier rein kann ich das nicht stellen. Hier war das. Das muss richtig sein, eigentlich. Jetzt dürfte da aber noch nicht mehr stehen, Wasser benötigt, oder? Weil ich habe da jetzt schon wieder eine komplette Flasche reingeschüttet. Und jetzt macht er das von alleine, oder was? Ey, wie schüttest du die Dinger hier eigentlich voll? Ich hoffe, du benutzt nicht mehr deinen Wasserbecher, ne? Was denn sonst? Die Plastikflasche, dann kannst du das Ding hier mit einem Mal voll machen. Ich
glaube, ich schmeiß mein Wasser. Ich habe ja nur eine Plastikflasche gehabt. Ja, ich schmeiß. Keine Ahnung. Du kannst ja mal gucken, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Ja. Ich schmeiß auf jeden Fall jetzt meinen. Oder ich mach den hier in die Werkzeugkiste. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Hä? So, scheiße. Jetzt habe ich alles Wasser verschüttet und wir haben nichts. Ich hoffe, da hinten in den Dingern ist noch Wasser drin. Ich dann gleich mal, ne? Jo. Boah, die Plastikflasche ist ja 10-mal geiler als dieser scheiß Becher, den wir die ganze Zeit hatten. Ach nee. So. Schenkel sind platziert. Ja. Wieso? Achso, ah, den brauchen sie jetzt gar nicht, ne? Ups, jetzt habe ich das umsonst gebaut. Doch, das Ganze bauen, weil, wie du ja siehst, wir müssen es ja eh immer voll machen. Und dann können wir von hier oben laufen. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, wenn das Ding hier mal läuft, wäre ja auch okay, aber irgendwie läuft das halt nicht. Oder zumindest sehe ich nicht, dass da was passiert. Ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal weiter schmelzen. Ja. Eine Aufgabe. Ey, guck mal hinter dir, links neben dir. Sollen wir da mal eben. Ja, ja. Ja, mach mal Anker. Ja, warte mal, ich bin gerade nicht bereit. Ey, hier dieses automatische Wässerungsding funktioniert. Ach doch, geil. Funktioniert? Ja, aber nur für eine einzige ja, Baum. Klar. Den anderen musst du trotzdem selber gießen. Ich denke mal, wenn wir das da vorgestellt hätten, dann hätte das beides halt, keine Ahnung. Ja, ich weiß halt auch nicht. Was wollte ich jetzt? Ich wollte mal gucken, was man noch so herstellen kann, genau. Ach krass, okay. Was denn? Boah, ich hab jetzt Taucheranzug, Joe. Yeah. Ist das eine Dingsflasche? Sauerstoffflasche? Ah. Jo. Geil. Ach so, da muss ich auch noch so einen schönen Haken herstellen. Hier, ich hab einen Metallhaken, komm mal her. Ja? Zack. Schön. Geh ich mal auf Tauchstation. Jo. Teste mal, wie lange man da bleiben kann. Was auf der Insel. Boah, Alter, das ist mega krass. Was auf der Insel ist, kannst du ja gerne mal abchecken. Ja. Also, das ist mindestens das Doppelte auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch mehr. Mega geil. Das ist echt krass. Ich bin immer noch unter Wasser, ne? Also, ich muss auch noch lange nicht. Das geht auch um einiges langsamer nach unten. Krass. Aber schneller schwimmen oder so kannst du dadurch nicht, oder? Okay, da müsste ich jetzt nochmal die Flossen herstellen. Die können wir ja auch schon herstellen. Die Flossen? Ach, stimmt. Ja, ich sehe schon. Oh, da ist Metall. Das brauchen wir. Ja, jetzt greift er aber auch richtig krass gerade an. Ja.
den Spaß gönnt er dir nicht. Wir sind überall Metalle, hier will ich auf jeden Fall bleiben. Okay, sag gleich mal, wo du bist. Obwohl, dann gehe ich gleich mal auf die Insel. Komm mal am besten ins Wasser. Ich glaube, wir brauchen eher Metallerz. Wir haben kaum noch Metallerz. Ja, keine Ahnung, mach was du meinst. Nee, dann komme ich ins Wasser. Ist ja gar kein Problem. Hier sind nämlich gerade echt viele Metallerze irgendwie. Wo, wie weit oder wo vom Schiff bist du denn? Direkt rechts vom Schiff war das, glaube ich. Bin nicht weit vom Schiff weg. Ich bin praktisch unterm Schiff, aber das sind alles nur Ton und Kupfer, weil es ist halt dunkel. Ich kann das nicht. Also sieht für mich alles gleich aus. Das, was direkt an der Wand wächst, ist echt immer. Ist meistens Dingens, ne? Metall. Eigentlich bis jetzt. Bist du rechts oder links lang vom Boot? Irgendwo, keine Ahnung. Ja, gut, weil ich gehe jetzt rechts lang. Ich kann so tief tauchen. Stimmt, du kannst ja auch noch tiefer. Ach, da bist du doch. Ich bin direkt hinter dir. Ah, hier, das sieht doch aus wie Eisenerz. Nee, das ist Sand. Das sieht voll dieses blau schimmernd aus, aber das ist trotzdem Sand. Ich glaube, hier ist auch fast nichts mehr. Ich weiß halt nicht auch nicht wie viel. Ah, da, das ist so toll. Schade, dass man das nicht angucken kann und dann wird dir angezeigt, was das ist, weißt du? Das wäre natürlich geil. Das ist wieder Sand. Ja, das sieht man aber schon, finde ich, was ist. Ja, man kann es erkennen, aber wenn es hier so dunkel ist, ist es sehr viel schwieriger zu erkennen, finde ich. Kann das schon erkennen. Die sind ja gut farblich unterschieden, aber wie gesagt, wenn es dunkel ist, wird es schwieriger. Ach da, boah, nochmal drei Stück, drei Klumpen. Ja, geil. Boah, das hört sich immer voll schlimm an, wenn er da am zwei Klumpen, glaube ich. Ja, zwei Stunden Kupfer, dreimal Metallerz, glaube ich. Na, das war schon mal was. Ah, hier kannst du ja schon mal nicht gewesen sein, weil hier ist überall noch Seetang dran. Ach, guck mal, das sieht doch aus wie Eisen, oder? Und da ist nochmal Eisen. Das ist auch Sand. Das sieht voll blau schimmernd aus, aber das ist alles Sand. Da bist du ja. Ah, toll, mein Haken ist platt. Oh, du bist voll am Trinken, oder bin ich das? Nee, ich war das gerade, aber die krassen Ertrinkungsgeräusche habe ich einfach nur gehört. Ja, das ist schon sinnvoll, hier diese Sauerstoffflasche und alles zu machen. Ja, ne? Ich glaube auch. Wow, Brucey. Du alter Drecksack. Braucht sich doch nicht vernachlässigt zu fühlen. Echt, ne? Weiter weg sein. So. Hatte jetzt so lange Ruhe vor dem. Ja, ne? Und dann. Oh, jetzt ist er da. Ja, jetzt ist er bei mir. Direkt beim Schiff. Man muss sich, glaube ich, einfach nur vom Floß entfernen. Und dann lässt er einen in Ruhe. Dann knabbert er ja am Floß rum, als sich um selber dir hinterher zu kommen, ne? Als dir hinterher zu kommen, genau. Echt. Aber leider kann man sich da nicht drauf verlassen. Das stimmt. Aber das war eine gute Ausbeute, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe voll auf Ton und Sand
Boah, 8 Metallerze habe ich jetzt nochmal gefunden. Oh, geil. 10 Kupfer. Krass. Ja, Metallerz können wir direkt mal den, fange ich direkt mal an. Arbeiten. Jo. Und haben wir nämlich am wenigsten. Von mir aus kommen wir von der Insel jetzt weg. Ja, wenn ich die Kiste aufgenommen habe, dann gehe ich Dingens machen, den Anker lichten. Boah, bin ich schon wieder platt. So, Anker ist drin. Nein, wie geil. Scheiße, das hätte alles in einer Reihe stehen müssen. Ich glaube, dann sprengt er das wirklich automatisch. Was? Ja, warte, ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich mache. Ich muss deinen Wassertank hier nochmal wegnehmen und den neu platzieren. Ich werde hier oben erstmal wieder auf. Vielleicht solltest du dich doch. Also ums Essen kümmerst du dich, oder was? Und ich um die Technik dann? Ja. Dann muss ich ja nicht fischen gehen. Nee, dann mache ich das ja jetzt gleich. Dann habe ich immer genug zu essen. Guck mal, jetzt bei dem ganzen Umgetauche ist das, okay, das ist eigentlich schon ein ziemlich krasser Verbrauch. Halb verbraucht ist das jetzt. Wie lange warst du denn? Warst du die ganze Zeit durchgehend unten? Nee, das wäre krass. Er wollte gerade sagen. Ich bin auch wieder hochgekommen, aber. Aber das lädt dich nicht mehr auf, wenn du nochmal hochkommst, oder? Also ich finde jetzt so. Ja, deine Luft, aber nicht die Haltbarkeit des Gegenstands. Okay. Das sieht auf jeden Fall cool aus mit dem Palmen und so jetzt über unserem Ding. Dahinter noch die Früchte. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Oha! An was für Inseln kommen wir denn jetzt auf einmal vorbei? Oder ist das wieder die gleiche wie gerade eben? Ich kann die gerade noch gar nicht sehen. Boah, nee, niemals ist das dieselbe. Guck mal, wie hoch die ist. Das ist wieder eine grüne Insel. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin, oder? Ja, ja, kannst du. Ich verbrauche jetzt erstmal. Du kannst ja eine Expedition mal starten und ich. Wir brauchen Essen. Auch langsam wieder. Ja. Muss ich auch sagen. Ich meine auch so, obwohl, ja, da könnte das Lama sein. Ne? Du könntest noch mal gucken und schnell nach einem Lama ausschalten, damit wir endlich die Wolle haben. Ja komm, lass das mal machen, oder? Ja, ich bleib hier auf dem Schiff erstmal dann. Ich habe ja jetzt mehrere Exkurse gemacht. Ich kann ja den Bogen geben, ja. Ich leg den mal in die Werkzeugkiste. Ja. Oder ne, warte, ich leg die da drüber in die Kiste mit den Pfeilen, die ich habe. Oder stell einfach einen Bogen her. Wir haben genug Zeugs, dass wir einen Bogen herstellen können. Ja, warte mal. Weil meiner ist auch fast am Arsch. Planken. Ja, wir haben so viel. Hast du die das Schiff ausgerichtet? Nee, ne? Also dass wir in Richtung Insel fahren, nee, ne? Nee. Mach ich das nämlich jetzt noch.